Hallo, in diesem Video zeigen wir dir, wie du einen ausgezeichneten Espresso mit deiner Nescafé Dolce Gusto Jovia De'Longhi Maschine zubereitest. Die Abtropfschale in die höchste Position bringen. Die Tasse auf die Schale stellen. Bei dieser Kapsel bedeuten zwei Leuchtbalken auf der Skala, dass die Zubereitungszeit ca. 15 Sekunden beträgt. Den Feststellhebel öffnen. Die Espresso-Kapsel in den Kapselhalter legen. Den Feststellhebel schließen. Den Wahlhebel in die Position heiß bringen. Warte ca. 15 Sekunden. Diese Dosierung kann individuell angepasst werden. Den Wahlhebel zurück in die Position Stopp bringen. Sobald der Kaffee nicht mehr fließt, blinkt der Ein-Aus-Knopf rot. Den Feststellhebel erst öffnen, wenn der Ein-Aus-Knopf grün leuchtet. Die Kapsel entnehmen und in den Abfallbehälter geben. Den Kapselhalter wieder einsetzen. Achte für die zukünftige Zubereitung darauf, wie voll die Tasse ist. Und das war's schon. Genieße deinen Espresso mit samtig feiner Crema. Mit Nescafé Dolce Gusto kannst du eine große Vielfalt von Kaffees, Tees und heißen Schokoladen genießen.